Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ein besonders herzliches Willkommen gilt heute Morgen Mathilda Greven. Sie soll auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft werden. Und ich begrüße Sie und Ihre Familie ganz herzlich, besonders auch die Oma väterlicherseits, die aus Berchtesgaden angereist ist. Wo ist sie? Ja, ganz herzlich willkommen. Möge unser Singen, Hören und Beten vom Zuspruch unseres Gottes getragen sein. Wir singen zu Beginn das Lied unter der Nummer aus dem dicken Gesangbuch, das Lied unter der Nummer 454, die Strophen 1 bis 6. 454, 1 bis 6. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du hast uns allen das Leben geschenkt und erhältst es von Tag zu Tag bis heute. In der Taufe hast du uns bei unserem Namen gerufen, uns zugesagt, dass du für uns da bist. Und so danken wir dir, dass wir auch Mathilda heute auf deinen Namen taufen dürfen. Dass sie das Zeichen deiner Liebe tragen wird, zu deiner Gemeinde gehört. Du hast sie erkannt und geliebt, schon ehe sie das Licht der Welt erblickte. Du hast sie und ihre Mutter bewahrt bei der Geburt. Wir danken dir, dass du in der Kraft deines Heiligen Geistes
ihr ganzes Leben hindurch bei ihr sein willst, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung. Gib ihr und uns allen, dass wir immer wieder neu hineinfinden in den Reichtum des Glaubens und immer wieder neu Ja zu dir sagen, so wie du zu uns Ja gesagt hast. Lass uns immer wieder neu lernen, dir zu vertrauen, vor dir mit Freunden zu leben, auf dich zu hoffen, im Leben und im Sterben. Sei du mit deinem guten Geist jetzt und hier in unserer Mitte. Amen. Wir taufen unsere Kinder auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum tun wir das? Genügt es nicht, dass Mathilda jetzt geboren ist und einfach mit uns lebt? Ich denke, Sie als Eltern spüren, dass Sie es nicht alleine in der Hand haben, was aus Mathilda wird. Dass Sie ihr nicht alles geben können, was sie zum Leben braucht. Und deshalb vertrauen wir das Leben von Mathilda Gott an, der ihr das Leben geschenkt hat. Und darum taufen wir auf den Namen des Vaters. Wir taufen auf den Namen des Sohnes, denn keiner kann für sich alleine leben und erst recht kann keiner für sich alleine glauben. Durch die Taufe werden wir in eine Gemeinschaft von Menschen gestellt, die einander helfen wollen, Gottes Leitung im eigenen Leben zu erkennen. Eine solche Gemeinschaft ist uns durch Jesus Christus, durch die Taufe eröffnet. Und darum taufen wir auf den Namen des Sohnes. Wir taufen auf den Namen des Heiligen Geistes, denn unser aller Leben verläuft zwischen Freud und Leid. Ja, und auch wenn wir das Allerbeste wollen, entgehen wir nicht der Schuld. Wir brauchen immer wieder einen neuen Anfang. Wir brauchen einen, der uns weiterhilft, der uns eine neue Chance gibt. Durch seinen Heiligen Geist ist Gott uns nahe und schenkt uns diesen Anfang immer wieder neu. Und darum taufen wir auf den Namen des Heiligen Geistes. Wir berufen uns bei der Taufe auf die Worte Jesu, mit denen er am Ende des Matthäusevangeliums die Taufe eingesetzt hat. Dort steht geschrieben, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Mit der ganzen Christenheit auf Erden wollen wir nun in das Bekenntnis des Glaubens an den dreieinigen Gott einstimmen. Ein Bekenntnis, in dem über 1500 Jahre hinweg Menschen ihren Glauben ausgedrückt haben. Wir wollen uns dazu erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen alle wieder Platz nehmen, die Taufeltern und der Pater, Herr Greven, bleiben nicht nur stehen, sondern kommen jetzt zu mir nach vorne. Liebe Eltern, lieber Pater, Sie haben Mathilda hierher gebracht, damit sie in der Taufe die Zusage erhält, dass sie nicht nur Kind ihrer Eltern ist, sondern auch Kind Gottes. Indem Sie Mathilda zur Taufe bringen, übernehmen Sie die Verpflichtung, durch Ihre Erziehung und Ihr Gebet Mathilda zu helfen, dass sie die Bedeutung ihrer Taufe erfährt. Und Ihre Kirchengemeinde möchte Sie dabei nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Und nun frage ich Sie, wollen Sie, dass Mathilda auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird und in der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde aufwächst, dann antworten Sie ja. 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 Mathilda Greven, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes. Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Darf jetzt die Großtante, glaube ich, ist die richtige Verwandtschaftsbezeichnung, ja. Frau Bertha Mindermann bitten, zur Taufe das Gebet zu sprechen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir,
dass ich ein Gebet sprechen darf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das große Geschenk dieses kleinen Mädchens. Mathilda ist inzwischen ein fester Bestandteil unser aller Leben geworden. Vor allem die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Paten und die weitere Familie können sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Wir danken dir, dass wir sie aufwachsen sehen dürfen. Die Eltern werden sie dabei liebevoll begleiten. Sei du bitte stets an ihrer Seite. Kinder sind eine große Gabe und Aufgabe, auch für Paten, Omas und Opas und für unsere Kirchengemeinde. Es ist schön, dass Mathilda auch noch Urgroßeltern hat. Manchmal staunen wir darüber, wie die Kleinen von Anfang an ihre einzigartige Persönlichkeit haben. Gott, wir bitten dich um viel Liebe, Geduld und Fantasie bei der Erziehung, damit man ihr gerecht wird. Nun ist die liebe Mathilda getauft worden, weil sie nicht nur den Eltern, Paten, Großeltern und der weiteren Familie gehört, sondern vor allem zu dir, Gott, gehören soll. Dein großes Ja soll über Mathildas Leben stehen wie ein heller Stern. Amen. Wir singen jetzt zur Taufe. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Das ist das Lied unter der Nummer 209. 209, die Strophen 1 bis 4. Als Schriftlesung hören wir einen Abschnitt aus Römer 12, die Verse 17 bis 21. Diese sind auch gleichzeitig der heutige Predigttext. Ich lese aus der Basisbibel. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn.
Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf seinen Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Amen. Wir setzen den Gottesdienst fort mit dem Lied 428, die Strophen 1 bis 5. Komm in unsere stolze Welt. Lied 428, alle 5 Strophen. Liebe Gemeinde, in der 4a mit Kindern aus 7 Nationen schweben
wunderschöne Friedenstauben aus weißem Seidenpapier von der Decke. Jedes Kind hat so eine Taube gebastelt. An der einen Wand hängen Geschichten und Bilder, die erzählen, wie Kinder sich den Krieg vorstellen. Die sind schrecklich. An der anderen Wand hängen Friedensgeschichten, Friedensbilder in bunten, leuchtenden Farben. Die sind wunderschön. Auf der Tafel steht mit bunter Kreide Frieden, Peace, Pace, Shalom und noch ein paar andere Sprachen. Die 4a plant ein Friedensfest mit Gedichten und Liedern, mit Essen und Trinken. Die Kinder haben Friedenstauben aus Mürbeteig in der Schulküche gebacken. Jeder Gast wird eine bekommen und natürlich sind alle Eltern eingeladen. Da geht die Tür der 4a auf. Leon kommt rein aus der 4b und mit ihm kommt ein Windstoß, weil nämlich einige Klassenfenster offen stehen. Die Friedenstauben an der Decke beginnen bedenklich zu schwanken. Sie hängen so eng zusammen, dass die dünnen Fäden anfangen, sich zu verheddern. Tür zu, schreit einer. Leon steht da und schaut. Tür zu! Leon guckt nochmal, verwirrt und tut nichts. Florian schiebt ihn zur Seite, knallt die Tür zu. Leon schubst Florian, Florian schubst Leon. Eine Papiertaube reißt ein, zwei weitere segeln zu Boden. Eine davon hat Christopher gebastelt. Er geht mit geballten Fäusten auf Leon zu. Er ist wütend. Leon hebt die Arme vors Gesicht. Was habt ihr denn? Fragt er. Wir machen Frieden, du Trottel, antwortet er. So oder so etwas Ähnliches wird jede Lehrerin und jeder Lehrer schon einmal in der Schule erlebt haben. Nicht wahr, liebe Frau Greven? Da macht man sich tolle Gedanken, bereitet die Kinder vor, sorgfältig auf ein Thema, bastelt mit ihnen etwas. Und dann kommt sowas. Wir machen Frieden, du Trottel. Allerdings ist das bei Erwachsenen oft gar nicht so ganz viel anders. Da werden viele schöne Reden gehalten, doch oftmals geht es zum einen Ohr rein und zum anderen wieder heraus. Und die Rednerinnen und Redner halten sich auch oft selber nicht an das, was sie selber gerade noch vertreten haben. Auch Menschen, die predigen, so wie ich, oder einen Gottesdienst halten bzw. besuchen, bleiben von dieser Kritik nicht verschont. Man wirft uns vor, auch nur zu reden bzw. so fromm zu tun und sonntags morgens in die Kirche zu gehen, aber letztlich dann doch nicht danach zu handeln. Mit diesem Argument begründen nicht wenige, dass sie keine Lust mehr haben, in die Kirche zu gehen, mit Leuten zusammen zu sein, denen man Heuchelei unterstellt, will man nichts zu tun haben. Allerdings wird jeder Mensch, der sich ernsthaft fragt, dieses Phänomen auch von sich selber kennen. Wenn wir sagen sollten, welche Grundsätze wir für unser eigenes Leben haben, so würden wahrscheinlich auch viele schöne Worte dabei herauskommen. Ich möchte ein guter Mensch sein. Ich möchte Menschen respektieren, auch wenn sie eine andere Meinung haben. Ich möchte gerecht sein. Ich möchte hilfsbereit sein. Gewaltfreie Kommunikation, sagt man heute. Und ach, noch viel mehr. Und dennoch gibt es genügend und immer wieder vor allem Situationen, in denen man, wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selber, diesen Ansprüchen nicht genügen. Wenn sich zum Beispiel Zorn seinen Weg bahnt oder Wut und Verzweiflung in Lautstärke umschlägt, immer wenn starke Gefühle ins Spiel kommen,
ist der Verstand nicht mehr hundertprozentig klar. Und die Grundsätze, die man eigentlich für gut und richtig hält, werden ruckzuck über den Haufen geworfen. Dennoch reden wir weiter von diesen Grundsätzen in der Kirche und auch außerhalb der Kirche. Wir haben eben gehört, was Paulus uns zu diesem Thema sagt. In seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Hier noch einmal die wichtigsten Sätze. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's wirklich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Paulus schreibt diese Zeilen an eine ihm unbekannte Gemeinde. Er stellt sich gleichsam vor mit diesem Brief, er stellt seine Glaubensgrundsätze vor. Diese Zeilen aus dem 12. Kapitel erhalten ihr besonderes Gewicht, wenn wir das große Thema sehen, zu dem dieser Textabschnitt gehört. Am Anfang des 12. Kapitels wird dieses große Thema nämlich benannt. Und was wir heute gehört haben, ist ein Beitrag zu dem, was Paulus einen vernünftigen Gottesdienst nennt. Könnte man ja denken, wir Reformierten, wir sind da schon ziemlich nah dran. Vernünftig, nicht so viel Schmuck, kein Weihrauch, wenig Blumen, aber immerhin eine Kerze. Aber es ist etwas anderes gemeint. Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinns, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und dieser Wille Gottes schließt das ein, liebe Gemeinde, und das ist ein ganz ungeheuerlicher Gedanke, was wir im Christentum Feindesliebe nennen. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Und nicht, du hast Hunger? Naja, was geht mich das an? Zehntausende, vielleicht 100.000, auch russische Soldaten, haben in dem jetzt fast ein Jahr währenden Krieges ihr Leben verloren. Wie schnell gibt es Leute, die schnell dabei sind und sagen selber Schuld. Hättet ihr den Krieg halt nicht begonnen. Aber so einfach ist es nicht, liebe Gemeinde. Paulus legt uns einen Gottesdienst der Vernunft nahe. Und es ist so schwer, was Paulus da von uns fordert. Und deshalb, er weiß das nämlich auch, sagt er an anderer Stelle, der Geist hilft eurer Schwachheit auf. Und dieser Geist, das ist nämlich der Heilige Geist, auf dessen Namen wir Mathilda eben auch getauft haben, der widerspricht oft dem, was und wie hier etwas in unserer Welt geschieht. Dieser Geist widerspricht, wenn wir mindestens eine heimliche Freude empfinden, wenn der oder die Böse mal so richtig eins auf die Mütze kriegt. Denn davon lebt zum Beispiel eine ganze Filmindustrie. Gottesdienst aber, so führt Paulus aus, ist etwas anderes. Es ist der Einsatz, der ein ganzes Leben lang währt, wo ihr mit Vernunft danach trachtet, euch euren Grundsätzen gemäß zu verhalten und immer wieder neu auch zu diesen Grundsätzen zurückzukehren. Wie das geht? Paulus sagt, ihr müsst euren Sinn immer wieder erneuern, eure Gedanken, damit ihr tatsächlich prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich diese Welt zum Guten zu verändern. Und das hat ganz viel auch mit uns selber zu tun. Dort fängt es an. Wie aber das jetzt der Klasse 4a klar machen? Wären wir Buddhisten, dann wäre das Ganze etwas klarer
und auch etwas radikaler. Dort gibt es nämlich nicht in unserem Sinne einen göttlichen Geist, sondern es ist ein hoher ethischer Anspruch an jeden Einzelnen, das Leben schützen, Gewalt vermeiden, sich selbstständig prüfen. Das Christentum hat auch hohe ethische Ansprüche, die mit der Selbstprüfung verknüpft sind. Sollen wir der Klasse nun sagen, stellt euch mal alle vor den Spiegel und guckt mal, ob ihr mit dem Menschen, den ihr da seht, zufrieden sein könnt. Lässt sich sowas in der Schule vermitteln oder in der Gemeinde? Es kann passieren, dass man zwar weiß, was gut und richtig ist, aber man bekommt auch keine echten Probleme, wenn man nicht danach lebt. Echte Einsicht entsteht eigentlich immer aus Erfahrung, dass man etwas erlebt. Vielleicht kennen Sie das Buch Die Welle oder den Film. Ein Experiment an einer Schule lässt Schüler hautnah erleben, was ein falscher Glaube sein kann, und sie begreifen das erst, als sie schon auf die Katastrophe zusteuern und aus einem Spiel ein bitterer Ernst wird. Und deshalb kommt beim christlichen Glauben noch etwas ganz, ganz Wesentliches dazu, nämlich das Wissen um unsere eigene Unvollkommenheit. Das Wissen, dass wir im Laufe unseres Lebens immer wieder neu hinter das zurückfallen, was wir eigentlich für gut und richtig halten. Und deshalb sind wir notwendig darauf angewiesen, dass jemand diese unsere innere Not sieht und wendet. Deshalb wendet sich der gläubige Mensch Gott zu. Er hört Gottes Wort, und durch das Hören erfährt er immer wieder neu Stärkung, Vergebung. Die Worte in Gebet und Predigt, die Lieder, die zu Herzen gehen, all das tut seine Wirkung. Sie durchdringen den Menschen und bestärken ihn, den richtigen Weg immer wieder aufs Neue zu suchen und dann auch zu gehen. Lassen Sie mich zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen, die das nochmal verdeutlicht. Ein junger Mann, der sich lange, lange Zeit bemüht hatte, beten zu lernen, stellte fest, dass er da einfach sich keine wirkliche Erfahrung einstellte, die ihm irgendwie erhalten blieb. Auch seine Bitten blieben größtenteils unerfüllt. Er behielt nichts zurück in seinem Herzen. Es zerrann ihm alles wie Wasser zwischen den Fingern. Nichts Greifbares. Er war ganz verzweifelt und wollte schon mit dem Beten komplett aufhören, als er hörte, dass sich ein weiser alter Mann in der Wüste befand. Gut, hat er sich gesagt, diesen letzten Versuch, den will ich wagen. Und hat den Weisen in der Wüste aufgesucht und fragte ihn, wie geht denn das nun mit dem Beten? Du bist doch ein Meister im Gebet. Hilf mir, damit ich auch Erfolg damit habe. Und dann sagte dieser weise Mann zu ihm, weise, nicht weiß, der kann auch schwarz gewesen sein, aber weise ist er gewesen. Er sagte zu ihm, siehst du diesen dreckigen Drahtkorb da vorne liegen? Ja. Dann nimm diesen Korb und hole Wasser. Der junge Mann nahm dann den Drahtkorb, der ging fast 100 Meter zu einem Brunnen, machte sich dann auf den Rückweg zu dem weisen Mann, aber was er brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, als er dort angekommen ist, ist der Korb leer, weil natürlich alles Wasser aus einem Drahtkorb herausfließt. Da sagte der Weise wieder zu ihm, geh und hol Wasser. Und nochmal, bis der junge Mann dann ärgerlich wurde und sagte, Mensch, das klappt doch nie, du siehst es doch, man kann doch im Drahtkorb kein Wasser holen, das fließt doch alles raus. Genauso ist das mit dem Gebet, sagte der Weise. Du hast zwar kein Wasser zu mir gebracht, das stimmt, aber jetzt guck dir mal den Drahtkorb an.
Der war vorhin dreckig und jetzt ist er ganz sauber. Wenn du beim Gebet nicht die Erfahrung hast, etwas in den Händen zurückzubehalten, so hast du dich doch innerlich gereinigt, dich innerlich besonnen auf das Wort Gottes und das, was er mit dir vorhat. Das ist ein schönes Bild, liebe Gemeinde, um das zu verdeutlichen, was für uns Christen eigentlich der Gottesdienst bedeutet. Gerade auch, wenn man sich im oft hektischen Alltag so wenig Zeit fürs Gebet nimmt, was Paulus einen vernünftigen Gottesdienst nennt. Wir behalten oft nichts oder wenig, auf jeden Fall wenig Handfestes zurück und sind doch irgendwie gereinigt. Spüren vielleicht manchmal ein Warnsignal, wo ich an mir selber spüre, dass ich wieder mal dem Bösen zu erliegen drohe. Reinigung, das heißt auch aus dem Stimmengewirr der Zeit die wichtigen Dinge, auf die es ankommt, zu hören und so zu verinnerlichen, dass ich das einmalige Geschenk meines eigenen Lebens so gestalte, dass ich diejenige werden kann, als die Gott mich gemeint hat. In diesem Sinn ist auch das Wasser, mit dem Mathilda heute getauft wurde, ein Wasser der Reinigung. Und zur Erinnerung an diesen Aspekt der Reinigung durch Wasser hat sie heute einen Waschlappen bekommen. Die Erinnerung an unsere Taufe, sie will wachgehalten werden. Diese Reinigung, die müssen wir uns immer wieder neu vergegenwärtigen. Das heißt Glauben lernen. Nehmen wir heute was Handfestes mit. Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wilhelm Busch sagt es in seinem Buch von der frommen Helene noch etwas gefälliger. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Klingt ziemlich handfest, ist es aber nicht. Und darum feiern wir unsere Gottesdienste. Damit wir unvollkommene Menschen immer wieder neu auf diesem Weg zu gehen lernen. Wenigstens das ist handfest. Sonntag, 10 Uhr, Marienkirche, Brandlicht. Bis dahin bewahre uns der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Gott, du Licht auf unseren Wegen, danke, dass wir nicht alleine sind mit unserem Glauben. Es tut gut, hier einen Ort zu haben in Brandlecht,
wo wir unsere Erfahrungen teilen können, wo wir gemeinsam hören auf die Botschaft der Bibel. So bitten wir dich für alle Menschen, die an den Ungewissheiten ihres Lebens leiden, dass dein gutes Wort, dein Zuspruch sie erreicht, dass sie wissen, dass du in Treue zu ihnen stehst. Wir bitten dich für Menschen, die die Orientierung in ihrem Leben verloren haben, die Angst haben vor dem nächsten Schritt, die nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Lass dein Wort ihnen Hilfe zum Leben sein. Wir bitten dich für die vielen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit in dieser Welt, auch für die vielen, die etwas ändern wollen an unserer Welt. Ermutige sie immer wieder neu durch deine Verheißung, nicht zu resignieren vor der Macht derer, die den Ton angeben. Wir bitten dich für alle Menschen, die von Schicksalsschlägen getroffen sind, vielleicht manchmal sogar an dir nicht nur zweifeln, sondern verzweifeln. Richte du sie auf, auch durch Geschichten von Menschen, die deine Hilfe erfahren haben. Wir bitten dich, dass wir die Bibel, dein Wort, immer wieder neu kennenlernen, dass wir uns immer wieder neu von der Weisheit dieser Worte begeistern lassen. Für uns alle bitte ich dich, erschließ uns dein Wort immer wieder neu, als ein Wort voller Leben, das deine Lebendigkeit bezeugt und uns ein neues Sehen schenkt, auf uns selbst, auf unsere Welt, das uns Wegweisung und Ermutigung gibt. In der Stille wollen wir dir sagen, was wir persönlich auf dem Herzen haben. Unsere übrigen Bitten wissen wir aufgehoben im Gebet unseres Herrn Jesus Christus, das wir nun alle gemeinsam sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lese die Abkündigungen. Die Kollekte vom 12. Februar 2023 für die Diakonie Katastrophenhilfe Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien betrug 163,87 Euro. Im Klingelbeutel wurden 84,94 Euro zusammengelegt. Die Kollekte in diesem Gottesdienst ist bestimmt für die Partnerschaft des Synodalverbands mit der GBKP. Bereits seit einigen Jahrzehnten gestalten wir in der Grafschaft eine Partnerschaft zu einem Kirchenkreis auf Nord-Sumatra in Indonesien, der Klasis Dairi. Die dortige evangelische Karobatak-Kirche ist eine sehr junge Kirche, die ein starkes geistliches Leben hat. Der Austausch tut beiden Seiten gut. Kontakte, Bekanntschaften und teilweise auch Freundschaften geben der Partnerschaft ein Gesicht. Ihre Kollekte hilft, die Zusammenarbeit mit der Klasis Dairi durch gegenseitige Besuche, Briefe, Partnerschaftsgottesdienste und anderes zu gestalten. Unsere Partnerschaft zur Klasis Dairi steht exemplarisch für unsere Berufung, als reformierte Kirche in der Grafschaft Teil der weltweiten Familie Jesu Christi zu sein. Herzlichen Dank für alle Gaben.
Allen, die in dieser Woche Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich und wünschen Gottes Segen. Am kommenden Freitag findet in der Zeit von 15 bis 18 Uhr die anonyme Kinderkleider- und Spielzeugbörse im Gemeindehaus statt. Alle weiteren regelmäßigen Termine finden Sie im Gemeindebrief. Am 26. Februar findet der Gottesdienst um 10 Uhr hier in der katholischen Kirche St. Marien in Brandlecht statt. Die Predigt hält Pastor im Ruhestand Gerd Feldmann. Zeitgleich wird im Gemeindehaus der Kindergottesdienst angeboten. Wir singen nun aus dem blauen Liederheft »Lass dich hören« die Nummer 4, »Wo Menschen sich vergessen«, alle drei Strophen. Nummer 4, 1 bis 3. Wir wollen jetzt zum Segen aufstehen und uns danach für das Orgelnachspiel noch einmal wieder hinsetzen. Gott, der Herr, segne uns. Er begleite uns auf unserem Weg in die neue Woche. Er bleibe bei uns durch seinen Heiligen Geist, damit wir finden, was wir suchen. Er bleibe bei uns mit der Kraft seines Wortes, wenn dunkle Stunden kommen. So segne und behüte uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.